Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Kino des DFF. Und ich freue mich, Sie und euch zur neuen Ausgabe unserer Lecture- und Filmreihe begrüßen zu können. Die Reihe ist dem spanischen Filmemacher Luis Buñuel gewidmet in diesem Jahr und dem nächsten. Und in insgesamt 15 Veranstaltungen werden wir quasi das Werk des Regisseurs erkunden und das immer gerahmt von Vorträgen von ExpertInnen aus der ganzen Welt, aus Europa und den USA. Und dann direkt im Anschluss oder möchte ich so eine besondere Hoffnung oder meine Freude darauf richten, dass auch wir die ExpertInnen hier im Kino begrüßen können. Das war in dem vergangenen Lecture anders, da waren einige Vorträge per Zoom. Also das ist quasi von mir der Wunsch, dass die Lectures jetzt wieder vor allem hier im Kino stattfinden. Und die Reihe hat zudem den Beititel Kino am Abgrund der Moderne. Und ich möchte mich ganz herzlich beim Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft an der Goethe-Universität bedanken. Vor allem Daniel Fairfax und Vinzenz Hediger, die die Reihe organisiert und kuratiert haben. Und das ist mittlerweile ja schon fester Bestandteil unseres Programms hier im DFF. Und ich bin sehr glücklich über diese Kooperation, weil es eben auch eine Bereicherung für unser Programm ist. Vielleicht von meiner Seite das Bemerkenswerte an Buñuel oder das Reizvolle, so also eine Reihe zu machen, ist, dass sein Werk sich über viele Jahrzehnte erstreckt und auch viele verschiedene Auswüchse hervorgebracht hat. Also surrealistische Avantgarde-Stummfilme aus den späten 20ern bis hin zu eben europäischem Kunstkino der späten 70er Jahre, dazwischen noch mexikanische Melodramen. Also es gibt viel zu entdecken und eben auch nicht nur anhand der Lectures, vielleicht auch eben im Begleitprogramm zu den Lectures eben noch. Er hat einfach so viele Filme gemacht, dass es ein Verbrechen wäre, nicht noch ein paar abseitige Sachen dann im Laufe der Reihe auch zu zeigen hier. Vielleicht das Zweite, was ich an Buñuel bemerkenswert finde, ist, dass eben ein transnationaler Filmregisseur par excellence eigentlich ist, also ein Filmemacher, der nicht nur in seiner Sprache beweglich geblieben ist, sondern eben auch über Ländergrenzen hinweg eben stets in Bewegung war. Und auch das werden wir wahrscheinlich in der Reihe dann erkunden können. Jetzt bleibt mir noch unseren Förderinnen zu danken, allen voran der Franz Adekes Stiftungsfonds, der HFMA, zudem das kann vielleicht Danny weiter übernehmen. Dem Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften. Genau. Vielen Dank auch dafür und auch unseren Kooperationspartnerinnen, den Forschungsverbünden Contrast und Normative Ordnung, sowie dem Graduiertenkolleg Konfiguration des Films und eben der schon erwähnten, dem Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft. Jetzt werde ich nicht weiterreden, sondern Daniel Fairfax das Wort übergeben, der etwas zu dem heutigen Abend an uns berichten wird. Danke. Okay, danke Björn, erstens für deine Zusammenarbeit in dieser Lecture- und Filmreihe und dann zweitens für die Begrüßung. Und es freut mich, dass ihr so zahlreich seid für diesen Abend mit einem Vortrag von Vinzenz Hediger und daraufhin den Film Le Fantôme de la Liberté, das Gespenst der Freiheit, eines der vielen, vielen, vielen Meisterwerke von Luis Buñuel. Und ein Film, der wahrscheinlich irgendwie seinen ganzen Ansatz, seine ganze Karriere, sein ganzes Oeuvre verkörpert. Aber Professor Vinzenz Hediger wird uns viel mehr davon sagen. Ich wollte eigentlich nur auch im Voraus sagen, dass ihr auch in 2 Wochen wiederkommen solltet für Stefan Zweifel, der zu Lars Dohr und Anshan Andalou sprechen werdet. Also die ersten 2 Filme von Luis Buñuel und Klassikern des surrealistischen Kinos geworden sind und eigentlich die uns auch einige der wirklich ikonografischen Momente der Filmgeschichte gegeben haben. Ich möchte aber jetzt Professor Hediger vorstellen. Es gibt ein berühmtes Zitat vom altrömischen Dichter Terenz, der sagte, nichts, was den Menschen, also ich bin ein Mensch und nichts, was den Menschen angeht,
ist mir fremd. Und ich könnte sagen von Vincent Hediger, dass nichts, was das Kino angeht, ist ihm fremd. In diesem Zeitalter der Hyperspezialisierung in den Wissenschaften ist er noch ein stolzer Universalist. Er kennt sich aus in fast allen Bereichen der Film- und in der Medienwissenschaft und hat eine Erfahrung in so vielen verschiedenen Aspekten des Fachbereichs, dass er wirklich ein Renaissance-Mann der Filmwissenschaft betrachtet werden kann. Er hat, sieht noch sehr jung aus, aber hat eine lange Geschichte hinter ihm. Er sagte, ja, diesen Typ kenne ich seit 30 Jahren. Das glaubt man nicht. Er ist geborener Schweizer. Er hat in Zürich, an der Universität von Zürich, promoviert, schon 1999 und war auch in den 90er Jahren tätig als Filmkritiker bei verschiedenen Schweizer Zeitungen. Darunter auch, also nicht nur die, also sagen wir, die Broadsheet, sondern auch die Boulevardzeitungen. Und ich glaube, diese Tätigkeit war auch wichtig für seine Entwicklung als nicht nur Filmwissenschaftler, Filmkritiker, Filmanalyst, Schriftsteller zum Kino, das war auch eine sehr disziplinierte Form des Schreibens. Man muss sehr knapp und bündig seine Ideen zu einem Film oder zum Kino kommunizieren in dieser Form. Und das, glaube ich, hat auch seinen späteren Schriften erheblich geholfen. Zwischen 2004 und 2011 war er Professor an der Ruhr-Universität Bochum und im Jahre 2011 ist er hierher gekommen nach Frankfurt, wo er seit dann Professor für die Filmwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt gewesen ist. Er hat das bahnbrechende Buch veröffentlicht, geschrieben und veröffentlicht, Verführung zum Film, der amerikanische Trailer, seit 2001 geschrieben, und dann zahlreiche Artikel und Sammelbände veröffentlicht. Und ich kann nur die letzten beschreiben, weil sie so zahlreich sind, aber in den letzten Jahren sind Essay zur Filmphilosophie 2015 erschienen, Medienkultur und Bildung auch 2015 und The State of Post-Cinema 2016. Er hat auch viele Projekte, die noch, im Gang sind. Wir erwarten von Vincent noch Jean-Luc Godard, Filmdenken nach der Geschichte des Kinos, und das ist ein sehr nah bevorstehendes Buch. Also wir hoffen, dass das sehr bald erscheinen wird. Das ist im Druck. Die Druckfahnen sind schon da. Aber noch im Schreiben sind auch The Miracle of Realism und André Bazin's Cosmology of Film, Nostalgia for the Coming Attraction und das Sequel zum ersten Film-Trailer-Buch American Movie Trailers and the Culture of Film Consumption. Also wir freuen uns darauf, diese Bücher lesen zu können, aber wir freuen uns darum, Vincent Hediger jetzt begrüßen zu können und von ihm zum Phantom der Freiheit zu hören. Also, danke, Vincent. Gut, guten Abend, herzlich willkommen. Es ist gut, mal wieder hier zu sein. In der Abfolge der Sprecher nimmt sich das aus, so wie ein Haupt- und Staatsakt. Wir können aber, es ist mir heute aufgefallen, wenn man diese schöne Zahlenfolge 31122 liest, dann zeigt die unter anderem an, dass wir dieses Format hier seit genau 10 Jahren betreiben, kultivieren, gemeinsam mit dem Filmmuseum und unserem Frankfurter Publikum. Und Danny hat in seiner viel zu großzügigen Einführung übertriebene Behauptungen über meine Kenntnisse aufgestellt. Die kommen größtenteils aus diesem Format, nicht? Also das Format, also zu einem guten Teil aus diesem Format, das Format der Lecture on Film funktioniert so, dass wir uns ein Thema vornehmen, zu dem wir manchmal, und wenn ich sage wir, meine ich
die Leute an der Uni und die das mitorganisiert haben, einiges wissen, aber natürlich bei weitem nicht genug. Und die Idee des Formats ist ja, dass wir dann möglichst die Weltspezialistinnen und Weltspezialisten einladen, einfliegen und uns von denen lehren lassen darüber, worauf es eigentlich wirklich ankommt bei diesem jeweiligen Werk. Und wenn man das 10 Jahre lang macht, dann kann man natürlich schon den Eindruck erwecken, als hätte man fast zu allem was zu sagen. Aber das ist ja eine gemeinsame Arbeit, die wir hier machen. Gilles Deleuze hat mal gesagt, alle großen Regisseure sind katholisch. Und das stellt dann natürlich die Frage, wo Godard da reinpasst, als Schweizer Protestant, was ich als Schweizer Protestant mich dann auch frage. Aber das hat Deleuze so gesagt und es ist eine Formel, die sich an Leuten wie Pasolini sicher bewahrheitet, aber natürlich auch an Louis Buñuel. In Buñuels Werk wimmelt es von Priestern, Nonnen, Sinnsuchern, Heiligen, Eremiten, alles, was an figurativer oder figurierter Spiritualität im Katholizismus möglich ist, kommt in irgendeiner Art und Weise vor. Zugleich ist Buñuel, das weiß man auch, wenn man nur flüchtig mit seinem Werk bekannt ist, zwar katholisch, aber nicht fromm. Er ist ein begnadeter Blasphemiker, kein Priesterrock, unter den nicht geschaut würde, um herauszufinden, was da eigentlich vorgeht. Und es geht immer irgendwas Wichtiges vor. Und dieser ganze Zusammenhang ist bei Buñuel ein sehr wichtiger. Und ich glaube, wir werden das im Laufe dieser Vorlesungsreihe auch gemeinsam uns erschließen können, wie er sich da an seinem ererbten Katholizismus abarbeitet. Die Form dieser kurzen Einführung lege ich entsprechend an. Wie gesagt, als Schweizer Protestant, der versucht, sich ins Verhältnis zu setzen zum großen Katholiken Buñuel, als eine Art öffentliche Beichte. Und zwar muss ich gewissermaßen vorab ein Geständnis machen, weil ich 2 Sünden begehen werde, die in der Filmwissenschaft eigentlich Todsünden sind, nämlich die Sünden des Biografismus und des Inhaltismus. Biografismus ist die Sünde, das Werk auf die Lebensgeschichte des Künstlers zu reduzieren, beziehungsweise die Biografie als Schlüssel zum Werk zu lesen. Mein Lieblingsbeispiel war immer ein Aufsatz über Rimbaud, dessen Gedichte vielschichtig und polysemisch sind. Und da ist irgendwo die Rede von einem Pavillon auf Französisch, aber das ist ein Begriff, der eine Mehrfachbedeutung hat. Das ist eine Flagge, es ist ein unter bestimmten Bedingungen ein Stück rohes Fleisch und es ist auch eine Hütte. Und bei Rimbaud ist immer alles mehrfach gemeint, aber die biografistische Lesart bestand dann darin, dass ein fleißiger Kollege aus der Literaturwissenschaft versucht hat, nachzuweisen, dass damit die norwegische Marineflagge gemeint war, die Rimbaud zu dem und dem Zeitpunkt bei einem Ausflug nach Oslo gesehen haben muss und zum Gedicht verarbeitet haben muss. Ganz so weit will ich nicht gehen, aber ein bisschen biografistisch werde ich argumentieren. Die andere lässliche Sünde, oder nee, eigentlich in der Filmwissenschaft eine Todsünde, ist der Inhaltismus, das heißt das Reduzieren der Form auf Nacherzählungen, inhaltliche Analysen. Die Sünde, die darin besteht, als würde zwischen einer inhaltlichen Zusammenfassung und der filmischen Gestalt kein wesentlicher Unterschied bestehen. Nicht? Also ein frommer Filmwissenschaftler denkt immer von der Form her, wenn das Wortspiel hier erlaubt sei. Trotzdem fange ich mit einigen formal orientierten Anmerkungen an, bevor ich dann zu dem sündhaften Teil komme, der gegen Ende kommt. Le Fantôme de la Liberté, wenn man diesen Film von 1974 gattungsmäßig verorten müsste, könnte man ihn eine onirische Picaresque nennen, also ein Abenteuer, Reise,
Roman, der aber traumhafte Züge hat und bei dem man so richtig nie weiß, ob das jetzt Realität ist oder geträumt, was da eigentlich passiert. Es ist eine Erzählung, die eine filmische Erzählung, die Louis Buñuel gemeinsam auf den Weg gebracht hat mit dem französischen Schriftsteller und Drehbuchautor Jean-Claude Carrière, der auch sein Biograf ist. Ein Buch, das einige von Ihnen kennen werden, ist Mon dernier soupir, die Autobiografie von Buñuel, die 1982 erschienen ist, kurz vor seinem Tod, in der er gleich zu Beginn sagt, Schreiben ist nicht meine Sache, aber zum Glück kenne ich Jean-Claude Carrière und er hat das alles aufgeschrieben, was ich ihm erzählt habe. Also es ist eigentlich eine mündliche Autobiografie, die Carrière für ihn geschrieben hat. Und wenn man sich die gesamte Filmografie der beiden anschaut, Carrière natürlich erheblich jünger, 30 Jahre jünger als Buñuel. Buñuel ist so alt wie die Traumdeutung von Freud, 1900. Und Carrière ist 1932, glaube ich, geboren, ist letztes Jahr gestorben, 2021. Hat mit Buñuel vom Tagebuch der Kammerzofe, haben wir den im Programm? Nein. Aber Belle du Jour haben wir. Ja, genau. Aber von 1962 und Tagebuch der Kammerzofe an mit Buñuel zusammengearbeitet und die Drehbücher zu allen Filmen dann verfasst, die Buñuel noch realisiert hat, bis zu Cet obscur objet du désir 1976. Und das ist sicherlich eine der großen Regie-Drehbuch-Konstellationen in der Filmgeschichte. Ein kongeniales Verhältnis, wenn man so sagen will. In diesem Falle war es so, bei Le Fantôme de la Liberté, dass die beiden sich jeweils am Morgen gegenseitig ihre Träume erzählt haben und Carrière dann aufgeschrieben hat, woran sie sich aus ihren Träumen noch erinnern konnten, und daraus haben die dann sukzessive diese Erzählung entwickelt, die natürlich dann entsprechend nicht lineare Form hat. Das ist ein Schema, das ich bei einem französischen Kollegen geklaut habe, der versucht hat, die narrative Organisation dieses in 8 Kapitel gegliederten Films nachzuzeichnen. Hat dann gesagt, es sind eigentlich 5, aber die sind dann durch Rückbezüge und Verschlaufungen wieder miteinander verbunden. Es ist ein Film, der anfängt und in gewisser Weise eine Episodenstruktur hat, also kurze Einheiten erzählt. Man könnte auch sagen, es ist eine Aufreihung von kurzen Spielszenen oder Kurzfilmen, die man auch in sich alleine, also für sich selbst genommen anschauen kann. Eigentlich optimal, um zerlegt auf YouTube zu zirkulieren, da kann man es auch unterschiedlich zusammensetzen und vorne und hinten ansetzen und so weiter. Und es ist dann so, dass am Ende der jeweiligen Episode immer eine Figur aus der Szene rausgeht und irgendwo hingeht und dann geht es weiter. Nicht? Also die Erzählung hat keinen Hauptstrang, sondern einen zufälligen Träger, der dann sich absentiert aus der Szene und die Erzählung an einen anderen Ort hinträgt und dort wird sie dann weiterentwickelt. Und daraus ergibt sich so eine schwebende narrative Struktur, eben irgendwo zwischen Episodenfilm, Traumbericht und Abenteuererzählung. Es gibt nur in der Literatur ein vergleichbares Beispiel, den Roman von Marguerite Yourcenar, Titel fällt mir gleich wieder ein, der erzählt von einer Münze, die in Rom in den 30er Jahren die Hände wechselt. Und das, du nix, du weißt welcher? Le Vent Noir? Nee. Gramsci kommt drin vor. Eine der Figuren ist Gramsci. Und die werden einfach miteinander verknüpft über diese Münze, die wandert, die dann zufälligerweise irgendwo auf dem Tisch liegen bleibt oder zur Bezahlung benutzt wird. Das ist eine ganz ähnliche Erzählstruktur und daraus ergibt sich dann eben das, was ich vorschlage, die onirische Picareske zu nennen. Also eine lose Abenteurererzählung, die aber eben etwas schwebend Traumartiges hat. Vielleicht zwei prägnante Episoden für die, die den Film noch nicht kennen, seien hier gespoilert.
Die eine ist eine Episode, in der ein Amokläufer auf die Tour Montparnasse in Paris steigt und wahllos mit dem Gewehr und Zielfernrohr Leute über den Haufen schießt. Und er wird zum, vor Gericht gestellt und zum Tod verurteilt. Und dann passiert aber nicht das, was wir erwarten. Das ist dann eines der Bilder aus dem Abschluss der Szene. Der Film wird Ihnen gleich erschließen, worum es geht. Und die andere sehr memorable Szene ist die hier. Ein Diner in feiner Gesellschaft, wo die Leute sich hinsetzen zum Scheißen und sich dann gegenseitig von ihrem Urlaub erzählen. Und irgendwann sagt das kleine Mädchen am Tisch, ich habe Hunger, und kriegt dann fast eine reingehauen von der Mutter, weil sie so unverschämt über Dinge spricht, über die man nicht sprechen soll. Und zwischendurch, ich erzähle das jetzt trotzdem, es ist so lustig, steht einer der Herren auf und sagt, ich muss mich kurz entschuldigen, und dann geht er in einen kleinen Nebenraum, wo er einen Klapptisch runterklappen kann, und dann steht Essen bereit, und er isst dann ganz verschämt, bevor er wieder zurückkommt, die Hosen wieder runterlässt und sich weiter an der Konversation beteiligt. Verkehrt die Welt. Man nimmt die bürgerliche Welt und stellt sie auf den Kopf und geht auch eben in die Tabuzonen und greift gesellschaftliche Tabus auf und stellt sie bloß, indem man sie in ihr Gegenteil verkehrt. Das ist eine der Methoden, mit denen Buñuel und Carrière in diesem Film sehr intensiv arbeiten. Es ist ein Film von 1974, der in vielerlei Hinsicht wieder erinnert und anschließt an seine allerersten Filmarbeiten, insbesondere auch Chien Andalou. Ich habe hier diese Gegenüberstellung genommen, weil wir es hier zweimal mit bürgerlichen Settings haben, in denen Tiere darin auftreten, die da nicht hingehören, also die beiden toten Esel bei Chien Andalou und das Emu, das durchs Schlafzimmer wandert, in einer bekannten Szene aus Le Fantôme de la Liberté. Und diese Gegenüberstellung erzählt, wenn man so will, auch einen großen Bogen im Werk von Buñuel. Björn Schmidt hat ihn zu Beginn als spanischen Regisseur eingeführt. Das ist falsch, weil er, je nachdem, wie man das Kriterium anlegt, nicht? Aber wenn man den Produktionsort der Filme anschaut, dann sind im engeren Sinne spanische Filme nur zwei oder drei von einem doch erheblichen Gesamtwerk ab 1962. Viridiana ist nochmal ein Film, den er in Spanien macht, nach der Rückkehr aus Mexiko. Aber ab 1962 arbeitet er überhaupt nur noch in Frankreich. Chien Andalou und Astor entstehen im Zusammenhang der Pariser Surrealisten-Szene. Darüber wird dann in zwei Wochen Stefan Zweifel berichten, den ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Er ist einer der großen Spezialisten für Surrealismus im deutschen Sprachraum und auch ein großer Kenner von Buñuels Frühwerk. Und dazwischen ist ja Buñuel dann als Republikaner, wenn auch in einem ganz anderen Milieu aufgewachsen, vor den Wirren des Spanischen Bürgerkriegs in die USA geflohen, hat da also ein erstes Mal war in den USA auf Einladung eines Hollywood-Studios 1930, hat da seine technischen Kenntnisse verbessert und nach 1936 dann auch effektiv vor allem für Warner Brothers gearbeitet und sich dann aber schließlich in den 40er Jahren in Mexiko niedergelassen und in den 15 Jahren, in denen er da aktiv gearbeitet hat, eine Vielzahl von Filmen gemacht, auch für das kommerzielle Mainstream-Kino, natürlich mit einem etwas anderen Einschlag, als man das vielleicht aus der herkömmlichen Genreproduktion kennt. Aber Buñuel ist jemand, der, sagen wir mal, sich über Wasser gehalten hat oder tätig geblieben ist über weite Strecken seiner Arbeit, weil er es eben verstanden hat, seine surrealistischen Impulse und seine künstlerischen Ambitionen strategisch einzupassen in die Industrielogiken, die jeweils vorfindlich waren an den Orten, an denen er sich befand.
Le Fantôme de la Liberté ist ein Titel, der sich bezieht auf die, oder ein Echo darstellt, der französischen Übersetzung des Anfangssatzes des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels. Nicht? Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Daraus wird dann bei Buñuel das Gespenst der Freiheit. Und dieser Titel hat vielleicht eine durchaus doppelte Bedeutung. Und jetzt beginnen wir in den Biografismus zu rutschen. Insofern nämlich Buñuel an diesem Punkt in seiner Laufbahn aufgrund eines vorausgegangenen großen Erfolges eigentlich die Freiheit hat zu tun, was er will. Er hat 1972 einen Film gemacht, der ähnlich kanonisch ist, Le Charme discret de la Bourgeoisie, der auch voller großartiger Bösartigkeiten gegen das Bürgertum ist, aber in gewisser Weise noch konventioneller als Le Fantôme de la Liberté. Und das war ein Film, der im Kino sehr erfolgreich war in Frankreich und Europa und ihm tatsächlich den Oscar für den besten fremdsprachigen Film eingebracht hatte. Und das heißt, er war, als er mit Carrière anfing, an Le Fantôme de la Liberté zu arbeiten, an einem Punkt in seinem künstlerischen Leben, in dem er für einmal machen konnte, was er wollte. Und in gewisser Weise kann man auch sagen, und deswegen ist mir diese Gegenüberstellung der beiden Bilder wichtig, dass er an diesem Punkt noch einmal ansetzt bei seinen surrealistischen Anfängen und wenn man so will, das europäische Kunstkino und seine Erzählformen einem surrealistischen Stresstest aussetzt, aus dem dann eben das entsteht, was Sie gleich sehen werden, Le Fantôme de la Liberté. Jetzt kommen die versprochenen Sünden. Buñuel ist fraglos ein gesellschaftskritischer Autor, ein gesellschaftskritischer Regisseur, jemand, der eben sich profiliert, indem er die Abgründe der Moderne, wie wir die Veranstaltungsreihe auch genannt haben, erkundet, indem er das kalte Herz des Bürgertums, um es mit Adorno zu sagen, ins Zentrum stellt und eine Analyse offeriert der Bösartigkeiten, Pathologien, die sich verbergen unter den Fassaden bürgerlicher Wohlanständigkeit in vor allem eben Westeuropa und in dem Zusammenhang, in dem er in Spanien und darüber hinaus sich bewegt hat. Der Surrealismus, darüber wird, wie gesagt, Stefan Zweifel ausführlich sprechen, ist natürlich eine der großen Attacken auf die bürgerliche Gesellschaft, großen künstlerischen Attacken auf die bürgerliche Gesellschaft, wie zuvor auch etwa der Dadaismus in seiner Energie auch vergleichbar und natürlich sehr inspiriert von solchen Autoren wie dem Marquis de Sade, der die Welt vor der Revolution schildert in seinen Romanen und in diesen pornografischen Exzessen, die er in seinen literarischen Texten veranstaltet, in gewisser Weise auch eine Kritik der Machtverhältnisse und gesellschaftlichen Abgründe der vorrevolutionären Gesellschaft offeriert und daran schließt natürlich der Surrealismus dann in gewisser Weise auch wieder an. Wenn Buñuel 1974 Le Fantôme de la Liberté dreht, dann befindet er sich an einem Punkt, der ja nun in der Geschichte europäischer Revolutionen auch durchaus bedeutsam ist, nämlich an einem Punkt einige Jahre nach 1968, nach der Studentenrevolte, nach diesem großen kulturellen Aufbruch, gesellschaftlichen Aufbruch und Versprechen eines Aufbruchs, der das dann sehr schnell, wenn man so will, sich als leer erwiesen hat oder gebrochen wurde, beziehungsweise dazu geführt hat, dass die revolutionäre Energie sich in alle
in unterschiedliche Richtungen verschoben hat und diffundiert ist, in soziale Bewegungen sich fortgepflanzt hat, wie zum Beispiel die Schwulenbewegung der frühen 70er Jahre, die ökologische Bewegung, die auch in den 70er Jahren entstehen, die gewissermaßen, wenn man so will, die Wasserwege sind, die der Fluss der Revolution nach dem Scheitern des großen Projektes sich sucht, in Frankreich, in Deutschland, eigentlich in ganz Westeuropa. Und wenn man dieses Erbe von 68 anschaut und sich dann einen Film wie Le Fantôme de la Liberté daneben anschaut, dann mutet er zugleich sehr aktuell an, also ein Beitrag zu einer Gesellschaftskritik, wie sie nach 68 de rigueur wird, und in gewisser Weise auch, und das meine ich in einem durchaus positiven Sinne, auch aus der Zeit gefallen. Fast ein bisschen altmodisch, aber eben auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, da arbeitet sich jemand an etwas ab, was möglicherweise dann doch noch nicht veraltet ist und führt einen Kampf, der in dieser Form möglicherweise auch nochmal geführt werden muss. Ich versuche nun nur ganz kurz eine Notiz noch anzufügen darüber, wo diese Energie und diese, wenn man so will, leicht antiquarische und trotzdem hochaktuelle Form der Gesellschaftskritik bei Buñuel herkommen kann, und zwar indem ich eine biografische Reihe aufmache, in die ich ihn stelle, mit der vielleicht auf Anhieb nicht unbedingt zu rechnen ist. Ich will ganz kurz biografische Vignetten nebeneinander stellen von Pierre Bourdieu, Annie Ernaux, der aktuellen Nobelpreisträgerin, und eben Buñuel. Es scheint mir eine Reihe zu sein, die ihre Berechtigung darin hat, dass sie sich in ihren unterschiedlichen Feldern eben um große GesellschaftskritikerInnen handelt, mit denen wir es hier zu tun haben. Bourdieu, das wissen Sie alle, ist der französische Soziologe der feinen Unterschiede des kulturellen Kapitals, also jemand, der darüber nachgedacht hat, welche Auskünfte über gesellschaftliche Machtverhältnisse, die kleinen Gesten des Alltagslebens, wie das Essen, der Kunstgeschmack, die Form der Wohnungsausstattung, Kleidung und so weiter, welche Machtlogiken in all diesen Alltagsgesten drinstehen. Annie Ernaux, ich nehme an, haben alle schon alles gelesen, falls nicht, holen Sie es nach, ist eine Schriftstellerin, die ihr eigenes Leben ins Zentrum ihres Arbeitens stellt, die Erfinderin der neuen mächtigen Literaturgattung der Autofiction, die ihre Biografie, die eine Biografie, eine Aufsteigerbiografie durch das französische Bildungssystem ist, in ihren Büchern sehr detailliert immer wieder aufgearbeitet hat. Sie ist die Tochter von kleinen Ladenbesitzern aus der Normandie, die dann eben als erste ihrer Familie und Generation eine höhere Schulbildung bekommt, studiert, Gymnasiallehrerin wird und dann als Schriftstellerin großen Erfolg hat. Aber eigentlich immer in den minimen und kleinen Machtlogiken ihres Milieus orientiert bleibt und das eben auch immer wieder zum Stoff ihres Schreiben macht. Einer ihrer großen Texte handelt von einer Reise mit ihrem Vater und einem Essen in einem Hotel, wo sie realisiert, dass sie und ihr Vater und die Familie, dass die eigentlich zu den armen Leuten gehören in diesem Hotel. Und es geht dann sehr stark um diese Scham, die entsteht aus dieser plötzlichen Wahrnehmung des eigenen sozialen Status. Das Annie Ernaux und Bourdieu kann man sehr gut miteinander verknüpfen, weil Bourdieu auch eine wichtige Inspiration war für Ernaux. Es gibt einen wunderbaren Text von Ernaux, den sie geschrieben hat, als Nachruf auf Bourdieu. Und wenn ich jetzt diese Reihe aufmache mit Buñuel, dann geht es mir eben genau um die Frage, wo die biografischen
Quellen von Gesellschaftskritik sein können, ob das nun eine wissenschaftliche ist wie bei Pierre Bourdieu, eine literarische wie bei Arnaud oder eine filmische wie bei Buñuel. Bei Bourdieu, das sei auch noch ausgeführt, haben wir es mit einer ähnlichen Aufsteigerbiografie zu tun wie bei Arnaud. Bourdieu kommt aus einem ländlichen Milieu, das ist ein Bauernbub, ein Land, also Sohn aus einem Landwirtschaftsbetrieb in Zentralfrankreich, der dann die große französische Bildungskarriere gemacht hat, an der Eliteschule der École Normale Supérieure studiert hat und eigentlich von Haus aus Philosoph war. Er hat eine Arbeit über die Zeiterfahrung schreiben wollen bei Georges Canguilhem als Doktorarbeit. Und es ist nun so, dass wenn man diese französischen Eliteschulen absolviert, dann schuldet man dem Staat 6 Dienstjahre. Also man muss dann irgendwo in einer staatlichen Institution arbeiten. Und Bourdieu hat diese 6 Dienstjahre absolviert als Gymnasiallehrer und später Universitätsassistent in Algerien. Und während des Kriegs. Und hat dort angefangen, sich mit Landrechtfragen auseinanderzusetzen. Nicht das zentrale philosophische Thema, aber was ihn dann interessiert hat, ist herauszufinden, welche Art von Zeiterfahrung in diesen unterschiedlichen Eigentumsvorstellungen, die in einem kolonialen Verwaltungsstaat aktiviert werden, da auftreten. Und darüber ist er eigentlich zunächst Ethnologe und dann Soziologe geworden. Das heißt, das sind, wenn man so will, Aufsteigerbiografien, wo sowohl der Soziologe als auch die Schriftstellerin existenziell in ihrem Denken, in ihrem Schaffen mit drin hängen und eigentlich Machtlogiken ausdrücklich machen, die sie jeweils am eigenen Leib erfahren haben oder aus nächster Nähe beobachtet, wie das bei Bourdieu und seinen Arbeiten in Algerien der Fall war. Die Reihe, wenn ich mir diesen pikoresken Umweg in den Biografismus erlauben darf, macht vielleicht dann Sinn, wenn man herausarbeitet, inwiefern Buñuel dazu einen Kontrast darstellt. Buñuel ist am oberen Ende der sozialen Hierarchiestufe aufgewachsen. Er war der Sohn vermögender Leute in der nordspanischen Provinz Aragon und hat ein großbürgerliches Leben geführt, also eigentlich gehört er genau zu der Schicht, über die er sich dann immer lustig macht. Und in diesem Sinne kann man auch sagen, dass es da durchaus einen existenziellen Einsatz gibt, aber eben nicht, wenn man so will, wie bei Bourdieu oder Arnaud von unten herauf durchlitten, sondern von oben herab buchstäblich in einem selbstkritischen Blick auf das eigene Milieu erschlossen. In seiner Autobiografie benutzt Buñuel diese sehr schöne Formulierung. Er sagt, ich bin geboren und aufgewachsen in Aragon, einer Weltgegend, wo das Mittelalter bis 1914 dauerte. Also er will sagen, ich komme aus einer Welt, in der es so etwas wie gesellschaftliche Dynamiken der Moderne überhaupt nicht gab und wo alles völlig statisch war und hierarchisch und autoritär und die besitzende, herrschende Klasse in ihrem Status nie in Frage gestellt wurde, der er angehörte und deren Privilegien er genoss. Und die Frage, die sein Werk dann in gewisser Weise aufwirft und die eben mitunter auch aus einer biografischen oder biografistischen Perspektive zu beantworten ist, ist, wie er da rauskam, beziehungsweise ob er da überhaupt hier rauskam und inwiefern ihm das möglicherweise gelungen ist. Wiederum in seiner Autobiografie gibt es die sehr schöne Beschreibung der Trockenheit der Gegend, in der er aufgewachsen ist, eine Landwirtschaftsgegend, in der die reichen Leute reich sind, aber die Armen dann auch wirklich arm, und das hat etwas damit zu tun, dass Regen selten ist und die landwirtschaftlichen Erträge dann mitunter auch sehr unregelmäßig und spärlich. Und Buñuel beschreibt
das Auftreten von Regenwolken am Horizont und am Himmel und die Aufregung, die das jeweils ausgelöst hat im ganzen Dorf und in der ganzen kleinstädtischen Gemeinschaft, wo alle eben zum Himmel geschaut haben und sich die Wolken angeschaut haben und sich gewünscht haben, dass die Regenwolken in ihre Richtung weiterziehen und sich hoffentlich dann über ihrem Land entlädt, was leider nie der Fall war. Und kurz darauf greift er dann diese Idee wieder auf des Mittelalters, das bis 2014 gedauert hat und das seine eigene Welt beschreibt, in der er groß geworden ist und sagt, für uns war der Fortschritt wie eine Regenwolke, die in der Ferne vorbeizieht und nie ankommt. Die Frage ist also, wo das, was wir jetzt dann gleich im Film an gesellschaftskritischer Energie am Werk sehen werden, herkommt. Und wie ich es eingangs auch formuliert hatte, wo vielleicht diese in gewisser Weise anrührend altmodische Form der Gesellschaftskritik herkommt. Und eine weiterführende Frage, die wir dann in der Diskussion besprechen können, ist, ob das wirklich so altmodisch ist. Und ob wir vielleicht nicht alle noch ein bisschen in dem Mittelalter leben, das Buñuel als seine eigene Heimat beschreibt. In diesem Sinne würde ich sagen, es reicht jetzt, wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir uns den Film an. Okay, vielen Dank. Wir können ein kleines Gespräch mit euch führen. Ich würde vielleicht anfangen mit einem Zitat von Buñuel. Er hat gesagt, ich glaube, das war zur Zeit des Würge-Engels, aber er hat gesagt, wissen Sie, meine Filme bedeuten nichts. Sollen wir ihn ernsthaft nehmen? Sind seine Filme bedeutungslos? Können sie überhaupt bedeutungslos sein? Gibt es eine Bedeutung von diesem Film oder sogar mehrere Bedeutungen? Was denkst du? Also das ist natürlich eine Koketterie. Ja, ja. Ja, nun so offenkundig diese ganzen Schlaufen herstellt, dass er das Publikum immer auf die Spur der Frage bringen will, was es damit für eine Bewandtnis hat und was das eigentlich alles heißen soll. Vielleicht, wenn man dieses Zitat verstehen will, dann kann man sagen, was er damit meint, ist, versucht nicht das zu übersetzen, um es mit Freud zu sagen, versucht nicht die manifeste Bedeutung in die latente zu übersetzen oder zu reduzieren. Also schaut euch die Filme nicht so an, als wären das Rätsel, bei denen es am Ende eine einfache Lösung gibt. Also die Unterscheidung von manifestem und latentem Sinn bei Freud und der Psychoanalyse besteht ja darin, dass das Traumgebilde oder das Symptom eben eine Bedeutung hat, die sich auf Anhieb nicht erschließt und die Arbeit der Analyse besteht darin herauszufinden, was da eigentlich gesagt wird. Und die Annahme der Psychoanalyse, der Freudschen Psychoanalyse, ist immer, dass es am Ende eine nicht immer einfache, aber eine Antwort gibt und dass man eben, wenn man die Mechanismen der Verdrängung, Verschiebung, Verdichtung berücksichtigt, dann eben das aufschlüsseln kann und herausfinden kann, welches biografische Ereignis der Patientin oder des Patienten sich im Symptomausdruck verschafft. Und einerseits ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass der Surrealismus und Buñuel ebenfalls sehr stark unter dem Einfluss von Freud und der Psychoanalyse stehen. Das bevorzugte Verfahren der Psychoanalyse Surrealismus ist ja die Écriture automatique, also die Behauptung dabei besteht darin, dass eine Form der Dichtung ist, bei der das Unbewusste gewissermaßen selbst schreibt. Also die ganzen bewussten
Instanzen reduziert werden, ausgeblendet werden, die üblicherweise eben die Gestalt eines literarischen Textes hervorbringen und sagen wir, das bewusste Dichter-Ego, Dichter-In-Ego umgangen wird und das Unbewusste genau selbst schreibt. Wenn man die Texte dann genau liest, sieht man natürlich, die sind total durchkomponiert und das ist auch eine rhetorische Figur und Breton ist ja ohnehin ein Marketing-Genie gewesen. aber ich würde sagen, in diesem Zitat, das er beim Bürger Engel formuliert hat, bringt sich eben eine Ambivalenz gegenüber diesem Verfahren und gegenüber den Techniken der Psychoanalyse zum Ausdruck und, wenn man so will, auch eine Verteidigung der Kunst und der Form. Also es geht ihm eben auch darum zu sagen, es ist eine Warnung vor dem Inhaltismus. Es geht ihm darum zu sagen, ihr werdet dessen nicht Herr, was ich euch hier zumute auf der Leinwand, indem ihr sagt, das wird schon eine Bedeutung haben und wir können uns am Ende beruhigen, wenn wir herausgefunden haben, was das eigentlich ist. Also es geht eben schon darum, mit dem Satz, dass er das Ungeheuerliche der Form verteidigen will gegen die ungeheuerliche Zumutung der Interpretation, um es vielleicht mal so zu formulieren. Also natürlich, wenn man so eine Erzählung verfolgt wie die von Le Fantôme de la Liberté, dann versucht man immer herauszufinden, was das alles zu bedeuten hat. Also wie der Anfang mit dem Ende zusammenhängt, ob das nun die Schwester ist oder nicht, ob er getäuscht wird oder nicht, wie es möglich ist, dass die Schwester da anruft und ob das überhaupt die Schwester ist. Am Ende kommt es aber eben darauf, die Irritation erleben und aushalten zu können und nicht zu glauben, dass das Geheimnis sich auflösen lässt. Vielleicht so? Am Anfang gibt es dieses Gemälde von Greuer, das dann irgendwie reproduziert ist in der Anfangsszene des Filmes. Ist das ein möglicher Schlüssel? Also warum ausgerechnet dieses Gemälde am Anfang des Filmes, denkst du? Ich meine, es gibt ja an diesem Gemälde eine grundlegende Ambiguität. Und das ist ein sehr filmisches Gemälde, denn man sieht da jemanden, der ein weißes Hemd trägt und eine gelbe Hose. Nochmal aufschreit im Moment, bevor er von den Kugeln der napoleonischen Truppen getroffen wird. Und was man auch weiß, ist, dass im nächsten Augenblick sich sein Hemd rot färben wird. Und damit die spanischen Nationalfarben ins Bild treten werden. Das ist vorher ein Bild, in dem es eben kein Blutrot gibt, aber dann auch also durch die Geschosse der napoleonischen Truppen wird er dann gewissermaßen zur Flagge. Und das ist ja bei Goya auch so eine ambivalente Figur einer Verteidigung einer republikanischen Idee von Freiheit gegen die universalistisch-imperialistische moderne Befreiung, für die napoleonischen Feldzüge und Kriege auch stehen. Also ich meine, Napoleon war ein großer Modernisierer und ein Kirchenzerstörer. Die Architekturgeschichte Frankreichs, so wie wir sie jetzt kennen, würde anders aussehen, wenn nicht zunächst im Gefolge der Revolution und dann nochmal im Gefolge der napoleonischen Machtergreifung und Feldzüge aus antiklerikaler Regung nicht so viele Kirchen zerstört würden. Nicht? Also wenn man durchs Burgund reist und sich die Reste der Kathedrale von Cluny anschaut, sieht man eine Kirche, die im Original größer war als der Petersdom. Was steht, ist noch ein Seitenflügel. Also es gibt eine große
antiklerikale Bewegung, die eine Modernisierungsbewegung ist. Das sieht man ja dann auch in ganz Europa an der Reform der Zivilgesetzgebung und so weiter. Und da gibt es aber eine romantische Gegenbewegung, bei der es um der es Goya eben auch geht, dass da im Widerstand gegen die napoleonischen Truppen eigentlich so etwas wie ein modernes Nationalbewusstsein reaktiv erst entsteht. Und das Bild ist in gewisser Weise auch das Gegenstück zu sowas wie Fichtes Reden an die deutsche Nation, die ja in gewisser Weise ein reaktionäres Nationalbewusstsein herausbeschwören in Reaktion gegen den lateinischen Universalismus Frankreichs unter Napoleon. Und das heißt, das ist eine hochgradig ambivalente Figur, die am Anfang eingeführt wird. Es ist eigentlich ein reaktionärer Freiheitsgedanke und eine paradoxe Figur eines Nationalismus, der zugleich republikanisch ist und es nicht so richtig sein kann. Und ich glaube, diese Art von Ambiguitäten ziehen sich ja dann durch den ganzen Film. Und man kann schon sagen, das Goya-Gemälde ist ein Schlüssel zum ganzen Film, aber eben genau in seiner unauflösbaren Uneindeutigkeit. Um es mal so zu sagen, auch in seiner unauflösbaren politischen Uneindeutigkeit. Schon eine Frage vom Publikum. Björn hat ein Mikro, damit wir alle die Fragen hören können. Ja, ich würde auch auf den Goya eingehen. Der Goya kommt ja nochmal im Film vor, in der Polizeistation. Und das ist ja eine billige Reproduktion sozusagen. Und dann könnte man sagen, in diesem Moment ist das im Film natürlich eine Selbstkritik am Filmemachen, an der Reproduzierbarkeit von Filmen, Bildern etc. Das könnte man auch nochmal spiegeln mit der Schlusssequenz, wo ja sozusagen die Tonaufnahme nur noch gehört wird von einer Demonstration, wo ja witzigerweise gesagt wird, nieder mit der Freiheit. Nieder mit der Freiheit. Es leben die Ketten. Ist genau. Das, ja, das ist ja der Wahlspruch der Reaktionäre, der Konterrevolution, des Staates. Und wenn es ein Emblem vom Staat gibt in der europäischen Geschichte oder eins der großen Embleme vom Staat gibt, dann ist es natürlich Napoleon. Ja? Das ist der Zerstörer, der Totalisierer. Und das würde ich dann schon sagen. Also so reaktionär waren auch die Romantiker dann nicht, ja, auch in Fichte nicht und auch in die Spanier natürlich nicht. Das hört sich so ein bisschen leicht an. Was jetzt daraus geworden ist mit Nationalismus und der deutschen Geschichte etc., das ist natürlich ein anderes Thema, das ist ein Blick von heute. Aber damals war das, glaube ich, eine nicht ganz unberechtigte Entwicklung. Und in der Hinsicht möchte ich auch Björn recht geben, der Buñuel vorgestellt hat, quasi als Spanier. Auch hier, wir hatten die berühmte Klo-Szene, die ja auch verbunden ist mit der Szene im diskreten Charme der Bourgeoisie. Das ist natürlich auch eine Kritik an dem Habitus der Franzosen, wie isst man sozusagen, dieses bürgerliche Essen, aristokratisch angehauchte, das natürlich ins Lächerliche gezogen wird. Die spanische Esskultur ist auch eine andere. Ja? Und dann kommen wir noch weiter zurück in die spanische Geschichte. Don Quixote und Sancho Panza. Der Ritter ist natürlich ein armer Irrer, ja? Aber er ist natürlich kein Teil des Staates, sondern büchernah. Und Sancho Panza ist das Realitätsprinzip. Und da würde ich dann schon sagen, passt mir diese Formulierung mit dem Reaktionären nicht. Ich glaube, was man eher sieht, ist was wie Staatskritik und Selbstkritik, filmische Selbstkritik. Also gar keine große Widerrede formulieren und stattdessen etwas zur Logik moderner Revolutionen noch sagen. Es ist gar nicht so einfach, reaktionär zu sein, um es mal so zu formulieren. Europäische Revolutionen, angefangen bei der Glorious Revolution, entstehen immer aus der Konkurrenz von zwei sich gegenseitig ausschließenden Modernisierungsprojekten. Die Glorious Revolution ist ein Konflikt und eine Konkurrenz zwischen einem absolutistischen Herrschaftsmodell und einem konstitutionell-monarchischen
letztlich dann Liberalen und das konstitutionell-monarchisch-liberale setzt sich durch. 1688. Und bei der Französischen Revolution kann man eine ähnliche Dynamik ausmachen. Das hat, Tocqueville hat das in L'Ancien Régime und La Révolution sehr schön herausgearbeitet und gesagt hat, der Auslöser bei der Revolution war eigentlich die Delegitimierung des Landadels durch das Modernisierungsprojekt, der angefangen bei Louis XIV und fortgesetzt von seinen Nachfolgern, die eben einen absolutistischen Zentralstaat aufbauten, der dazu führte, dass die Privilegien des Landadels nicht mehr plausibel waren. Daraus ist die revolutionäre Situation entstanden und durchgesetzt hat sich dann das republikanische Modell. Und in diesem Sinne kann man sagen, in einer revolutionären Situation, und das ist auch das Schicksal von Fichte, ist es gar nicht so einfach, reaktionär zu sein. Beziehungsweise die Reaktion und die romantische zumal ist Teil der Modernisierungsdynamik. Es gibt immer der Aufwind des Fortschritts. Das ist dann eben keine entfernte Wolke mehr, sondern eine Maschine, in der man drin ist. Und in gewisser Weise ist das romantischste Bild, das Buñuel in dieser Frage produziert hat, ist wirklich diese Erinnerung an die Wolken, die nicht vorbeikommen. Was ich am Anfang zitiert habe, nicht, dass er sagt, dass er erst diese Wolken beschreibt, in Aragon, wo er aufgewachsen ist, er sagt, wir haben uns alle nach Regen gesehnt und es gab mal Wolken, aber die kamen nicht zu uns. Und das war der Fortschritt. Aber in einer revolutionären Situation regnet es für alle. Und das Bild, das die Wolke an einem vorbeizieht, ist gewissermaßen der Wunsch. Das ist die reaktionäre Fantasie, wenn man so will, die nicht lebbar ist. Ja, wenn man das ein bisschen weiter spinnen will, ist es aber auch nicht so leicht, revolutionär zu sein. Genau. Offensichtlich. Aber heutzutage vielleicht weniger denn je. Und wenn, also den Film sehe ich zum ersten Mal und finde diese Zerstörung des Sinns und so weiter gar nicht mal so radikal. Chien de Lue schon eher, glaube ich. Aber es ist auch einfach. Von 1974 bis heute hat sich viel getan, auch in dem, was revolutionär oder rückwärtig reaktionär ist. Und der jetzige Populismus ist in gewissem Maßen surrealistisch. Wenn die haben ja aufgegriffen, Bernen und so weiter, das, was die Poststrukturalisten gesagt haben, es gibt keinen Sinn und so weiter, also man kann dekonstruieren und die sagen, ja, alternative Fakten, Wahrheit, es ist egal. Wir haben einen Präsidenten, der sagt, ich lüge. Und er lügt. Aber, ja, paradoxe Situation. Also diese Zerstörung von Sinn oder Sinnhaftigkeit ist von der Seite aufgegriffen worden. Und dann ist so ein Film noch schwieriger, revolutionär zu wirken. 74? Natürlich, ja. Keine Frage, kann bei Ja. Das ist eher eine Vorhersage aus einem. Beziehungsweise ein Weiterspinnen der Dialektiken der Revolution. Nicht? Also, ich meine, ich habe es ein bisschen versucht anzutönen, indem ich ganz kurz die gesellschaftspolitische Situation nach 68 und die Formen der Organisation dessen, was man leicht romantisch revolutionäre Energie nennen könnte, angesprochen habe. Also die ganzen sozialen Bewegungen, die Schwulenbewegung, der Feminismus in Frankreich, der Kampf gegen das Abtreibungsverbot, die ökologische Bewegung, das sind alles klar zielorientierte politische Bewegungen, die gewissermaßen anstatt insgesamt eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen zu wollen, an bestimmten Teilbereichen arbeiten und die vor allem mit einem Rechte-Diskurs
argumentieren und in diesem Sinne auch in gewisser Weise die liberale Gesellschaftsordnung bekräftigen, weil sie das Subjekt als Träger von Rechten ins Zentrum stellen und eigentlich die politische Energie daraus entwickeln, dass sie sagen, es gibt zu wenig Rechte. Das Subjekt hat eigentlich mehr Anrecht auf mehr Rechte. Gleichstellung, Diskriminierungsfreiheit. Und in diesem Klima so einen Film zu machen, der eigentlich die Subjektfrage stellt, indem das Subjekt dekonstruiert wird in solchen Fragen wie, wer ruft mich da eigentlich an und ist diese Frau meine Schwester und wer bin ich überhaupt und bin ich zwei und wenn ja und weshalb, wenn ich nicht der Polizeipräfekt bin, weshalb behandelt mich dann der Polizeipräfekt, als wäre ich der Polizeipräfekt. Das ist kein Drama von liberalen Subjekten, die wir da sehen. Nicht? Das ist keine Politik der Rechte. Und da kann man schon sagen, dass das dann umschlägt wiederum in etwas Reaktionäres oder in das Postfaktische, wenn es um sich greift. Und in diesem Sinne habe ich auch ein bisschen insistiert auf dem Kontext, in dem dieser Film entstanden wird und zum ersten Mal geschaut wird. Nicht? Also da ist das, wenn man so will, wenn man sagt, die Revolution setzt sich fort in den ganzen Rechte-Diskursen, dann ist dieser Film zugleich reaktionär und revolutionär in dem Sinne, dass er eben das Subjekt als Trägerin, Träger von Rechten radikal in Frage stellt und gleichzeitig sagt, Leute, ihr wollt zu wenig. Ja, also wenn, dann müsst ihr schon den ganzen Laden in die Luft sprengen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das machen könnte. Und ich meine, es gibt bei Trump und Bannon, nicht dass ich jetzt davon ausgehe, dass es hier im Raum viele Leute geben würde, denen das sympathisch ist, aber es gibt da natürlich eine destruktive revolutionäre Energie, das muss man schon sagen. Also konservativ ist die falsche Bezeichnung für diese Art von Politik, das ist eine revolutionäre Politik, das ist klar. Aber eben und im Übrigen auch eine revolutionäre Politik, die gegen den Diskurs der Rechte antritt. Also da geht es ja auch darum, Rechte wieder wegzunehmen, dass die Ehe für alle wegzunehmen, dass die Legalisierung der Abtreibung zurückzunehmen in den USA. Und in diesem Sinne sind das Strategien, die zugleich revolutionär und reaktionär sind. Und in diesem Sinne kann man auch sagen, die bleibende Lektion dieses Films ist, es ist weder einfach revolutionär noch einfach reaktionär zu sein. Ja, es muss immer daran gearbeitet werden, natürlich auch. Aber Vincent, war eigentlich sein Problem in den 70er Jahren eher, dass seine Filme eigentlich ziemlich assimilierbar für ein bürgerliches Publikum waren? Also du sagtest, Le Chant du Skirt de la Bourgeoisie, das war ein ziemlich populärer Film. Es war kommerziell erfolgreich. War es möglich geworden, die Bourgeoisie zu schockieren, wie man sie in den 20er Jahren machen konnte mit Un Chien Andalou? Wurde man schockiert durch diesen Film oder war das eher so eine Gelegenheit zum Mitlachen? Ja, also ich fühle mich berufen, diese Frage zu beantworten, zu versuchen, weil meine Eltern das Zielpublikum dieses Films waren und sowas auch angeschaut haben. Ich selbst habe die ganzen Filme in den 80er Jahren gesehen, also knapp 10 Jahre nach der Entstehung. Ich persönlich war auf eine sehr angenehme Art und Weise völlig verstört von diesen Filmen. Also diesen Film zum Beispiel mag ich sehr, unter anderem, weil beim allerersten Schauen er eine wirklich große Irritation hinterlassen hat, aber natürlich auch, weil er als eine sehr intelligente Form der Komödie ist. Es ist ein lustiger Film. Es ist sehr, sehr unterhaltsam und es ist Unterhaltungskino, klar.
Er ist auch im Starsystem drin. Also Michel Piccoli zu diesem Zeitpunkt, das ist ein Schauspieler, mit dem er mehrfach zusammengearbeitet hat und immer gerne zusammengearbeitet hat. Und Michel Piccoli ist ja jemand, der ein wahnsinnig breites Repertoire hat und auch Ekel spielen kann, mit Lust Ekel spielt und selbst aber auch aus einer linken politischen Gesinnung heraus natürlich diese Figuren, die er spielt, in gewisser Weise zum Abschuss freigibt. Aber sie eben nicht so spielt, dass sie einfach nur lächerlich sind. Also das ist ja immer diese faszinierende wiederum Ambivalenz in der Figurenzeichnung bei Michel Piccoli. Oder Michael Lonsdale ist auch so jemand, nicht? Also der Bärtige im Hotel, der auch immer diese Ekeltypen spielt, dieses leicht schmierige hat und er ist ein frommer Katholiker übrigens, Gegensatz zu Junior. Genau. Und der andere Schauspieler, der jetzt hier nicht vorkommt, aber in Cet obscur objet du désir und Charme discret de la bourgeoisie, ist der großartige Fernando Rey, der auch ein wir werden viel von ihm sehen. Genau, furchtbarer Typ sein kann, wenn es sein muss. Also diese Art von auch Abstoßen der hegemonialen Männlichkeit, die da aufgerufen wird. Das ist schon sehr interessant. Aber was ich sagen will, ist, Buñuel ist Teil des französischen Star-Kinos und Star-Systems. Er ist ein Star-Autor, wie dann später aus Spanien nur noch Almodóvar. Also in Zürich, der wichtigste Kinobetreiber der Arthouse-Kinos in Zürich, hat in den 90er und 0er Jahren immer unterschieden zwischen Jahren mit Almodóvar und Jahren ohne Almodóvar. Also wenn Almodóvar ins Kino kommt, dann weiß man, das wird ein gutes Jahr, weil der einfach ein riesiges eingebautes Stammpublikum hat. Und bei Buñuel war das in den 70er Jahren auch so. Das waren schon erfolgreiche Filme. Er hat auch Preise gekriegt und insofern ist er da auch drin. Ich würd die Frage vielleicht dann eher auf dem Umweg beantworten und fragen, wie schockiert das Bürgertum in den 20er Jahren überhaupt war und ob nicht Breton sich selbst fast ein bisschen zu viel Schockwirkung zugeschrieben hat. Das ist so ein bisschen wie mit Orson Welles und The War of the Worlds, nicht? Wo die Legende besteht, dass dieses Hörspiel eine Massenpanik ausgelöst habe. Historisch überhaupt nicht verbürgt, aber hält sich so hartnäckig wie die Geschichte von dem ersten Kinopublikum, das vor dem einfahrenden Zug davonrennt. Ist auch nicht passiert, aber es glauben es alle und steht in jedem filmhistorischen Buch bis vor etwa 25 Jahren, als Steve Pottmore den Nachweis erbracht hat, dass es nie stattgefunden hat. Die Surrealistenbewegung verstand es schon sehr gut, die eigene Schockwirkung leicht zu überzeichnen. Es ist ganz lustig in dem Zusammenhang, vielleicht Lucien Rebatté zu lesen, ein Autor, den man aus guten Gründen nicht mehr so wahnsinnig viel liest, der aber für die Filmgeschichte eine wichtige Rolle spielt. Lucien Rebatté war Filmkritiker der Action Française, also der faschistischen Tageszeitung der rechten, royalistischen, antirepublikanischen Bewegung um Charles Maurras. Und er war ein sehr guter Filmkritiker, wenn man die Texte liest, und einflussreich mit Bezug auf die Nouvelle Vague, weil er einer der geistigen Mentoren von François Truffaut war, auch noch in den 40er und 50er Jahren. Und Truffaut hat auch einen Teil dazu beigetragen, dass er rehabilitiert wurde. Rebatté war einer der großen Kollaborateure in den 40er Jahren. Hätte eigentlich erschossen werden sollen nach dem Krieg, aber er war mit Camus befreundet und er hat es hingekriegt, dass er nur 10 Jahre in Festungshaft musste. Und in der Festungshaft hat er einen riesigen Roman geschrieben, Les Deux Étendards, so eine Dreiecksbeziehung zwischen
zwei jungen Männern und einer jungen Frau aus Lyon. Und das ist deswegen interessant, weil das ein teilweise autobiografischer Roman ist und da geht es auch um die Studienzeit von Repoté bzw. seinem Alter Ego in Paris in den 20er Jahren. Da gibt es ein herrliches Kapitel über den Surrealismus, wie er Breton kennenlernt und mit Breton abhängt und dann aber eben auch genau diese Art von Selbstüberzeichnung und Selbstarotisierung der Surrealisten aufs Korn nimmt und in gewisser Weise entlarvt. Also da würde ich würde das gewissermaßen historisieren und fragen, und wir sollten mal zurückgehen und am Leitfaden von so jemandem wie Repoté uns mal fragen, wie schockiert das Bürgertum eigentlich wirklich war. Oder ob es da nicht auch so etwas wie ein Frisson gibt, den das Bürgertum gerne auch sich mal gönnt, sich über sich selbst ein wenig zu entsetzen, ohne dass deswegen gleich die Welt untergeht. Wir können das vielleicht mit Stefan Zweifel besprechen. Stefan ist der Weltspezialist für Hypothé le Bourgeois. Stefan Zweifel zu seiner Lebensleistung, das er auch schon als Ankündigung und Trigger Warning formuliert, gehört, dass er den gesamten Marquis de Sade zusammen mit seinem Freund Michael Pfister auf Deutsch übersetzt hat. Das ist die gültige de Sade-Ausgabe bei Matthes & Seitz. Und de Sade bleibt ein Grenzfall. Also das ist ein Werk, das viele Leute nicht lesen wollen. Und Maurice Blanchot hat mal über De Sade einen schönen Satz gesagt, es gibt keinen größeren Triumph der Literatur als die Tatsache, dass es einen Index der katholischen Kirche gibt und dass De Sade draufsteht. Also die Macht der Literatur ist es, eine Grenzerfahrung zu erzeugen, die eben nicht verarbeitet werden kann. Da geht es um was Ähnliches wie bei Buñuels Zitat, meine Filme haben keine Bedeutung, nicht? Also man sprengt die Sinnzusammenhänge auf und schafft Kunstobjekte, über die man sich nicht mehr beunruhigen kann. Und Buñuel ist natürlich von De Sade sehr beeindruckt und beeinflusst und sicherlich die frühen Filme zielen darauf ab, solche Erfahrungen herzustellen. Aber eben, ich würde sagen, De Sade im Vergleich zu Breton ist dann nochmal eine andere Kategorie des nachhaltig Schockierenden, um es mal so zu formulieren. Aber Micha, du wolltest etwas fragen. Ich frage mich, ob es ergiebig ist, den Film unter dem Aspekt der Ideologiekritik zu betrachten. Und dann wird nicht Sinn allgemein dekonstruiert, sondern die Konventionen werden angegriffen, auf denen die Herrschaft der Bourgeoisie beruht. Und ich finde es auch ergiebig, in die Biografie hineinzugehen. Ich glaube, 1974, das war ein Jahr, in dem dieser Film nicht in Spanien hätte gezeigt werden können, weil Franco da noch an der Macht war. Er konnte am besten in Frankreich gezeigt werden. In Deutschland wäre er, glaube ich, schon wieder schlechter verstanden worden. Und dann sehe ich da vielleicht zwei verschiedene Bourgeoisien. Das heißt, am Anfang sehen wir die Erschießungen. Das ist Ausdruck einer Bourgeoisie in Frankreich, die selbstbewusst genug gewesen war, die Monarchie zu beseitigen erst und dann noch eins obendrauf zu setzen. Während die spanische Bourgeoisie, der Buñuel entstammt, hat es niemals geschafft, sich von der Bourgeoisie zu befreien. Und die Farben des weißen Hemdes, das dann rot wird, aus der Sicht von Buñuel sind das vielleicht gar nicht die Farben, die spanischen Nationalfarben, sondern das sind die Farben der Monarchie in Spanien. Und die Republik hatte andere Farben. Wenn die Monarchie in Spanien irgendwann wieder abgeschafft wird, kommen vielleicht wieder die Farben der Republik zurück irgendwann. Und wir erleben das in diesem Film, wie Erwartungen geweckt werden, die eigentlich den Konventionen der Bourgeoisie entsprechen. Und dann passiert etwas und dann passiert
etwas ganz anderes. Der Polizeipräfekt wird festgenommen, wird vor Michel Piccoli geführt und dann trinken die plötzlich Cognac zueinander. Oder am Anfang werden diese Bilder da angeschaut und dann sind da bloß gegen unsere Erwartungen touristische Monumente zu sehen. Und das wirkt einerseits witzig, dieses Enttäuschen der Erwartungen, und hat andererseits doch auch diesen ideologiekritischen Effekt, finde ich. Ja, diese Gleichstellung von touristischem Blick, das ist ja ein soziologisches Fachkonzept seit einiger Zeit, und pornografischem Blick ist natürlich besonders wirkungsvoll. Ich habe bei den paar einführenden Anmerkungen auch die Pointe zu machen versucht, dass im Unterschied eben zu solchen Figuren wie Bourdieu und Ernaux, die ins Bürgertum aufgestiegen sind. Wobei bei Ernaux es eben auch wichtig ist, dass sie ungeachtet ihres literarischen Star-Status nie ins Stadtzentrum von Paris gezogen ist. Die ist in der Banlieue wohnen geblieben und wohnt da noch immer. Und das ist nicht trivial. Nicht? Das, die Aspiration des französischen Geisteslebens ist, möglichst nahe am Quartier Latin zu wohnen. Und am besten in einem Stadtpalais und dann eben Teil dieses intellektuellen Bürgertums zu werden. Hat sie nicht gemacht, Bourdieu schon. Ja. Aber gleichzeitig natürlich immer sich das, den Modus der Selbstkritik bewahrend. Und bei Buñuel, das war so ein bisschen die Pointe dieses Vergleichs, haben wir es mit einem Eingeborenen zu tun, der die Konvention des Bürgertums von innen heraus auseinanderschraubt. Der kennt diese Leute gut. Das ist sein Milieu. Und was Buñuel dann interessant macht, und deswegen ist diese Anmerkung mit dem Mittelalter, das in Aragon bis 1914 gedauert hat, so wichtig, dass der besondere Fall Spaniens eben darin besteht, dass zwar so etwas wie eine revolutionäre Kraft des Bürgertums vorhanden wäre und er repräsentiert in gewisser Weise auch, aber das bleibt aus der Geschichte gefallen. Also das ist ja nicht eine Revolution, die aus sich selbst heraus dann Erfolg gehabt hat nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Da hat sich die Reaktion durchgesetzt. Das Bürgertum, soweit es Bestand hat, hat seinen Frieden mit der faschistischen Ordnung gemacht und da kam eigentlich nichts mehr. Der Übergang zur Demokratie in Spanien ist dann ein interessanter Vorgang, weil Franco den König gewissermaßen kultiviert hat als seinen Nachfolger und davon ausging, dass der schon auch so reaktionär sein würde wie er. Und er hatte sich getäuscht. Also Juan Carlos hat jetzt einen dubiosen Ruf, zu Recht. Aber seine historische Leistung bestand darin, dass er den Franco genarrt hat. Ne? Er hat den Deppen gespielt, bis er im Amt war. Und dann hat er den Demokratisierungsprozess in Gang gebracht. Und das ist eine merkwürdige und interessante Figur. Enzensberger hat mal dafür die Formulierung Helden des Verschwindens benutzt. Also Leute, die eine politische Ordnung repräsentieren und ihre historische Mission darin finden, diese Ordnung zum Verschwinden zu bringen, beziehungsweise sie zu suspendieren. Das ist ja das, was Juan Carlos gemacht hat. Er hat die Monarchie gewissermaßen neutralisiert, damit Spanien eine Demokratie werden konnte. Und das war eben nicht das Bürgertum, sondern das war das Kampf von oben. Das ist in gewisser Weise, und ich meine das nicht aus Kritik an Buñuel, aber das bleibt seine Position. Er bleibt in gewisser Weise da, wo er herkommt. Und das macht, deswegen war mir auch dieser vielleicht etwas abwegig scheinende Vergleich mit Leuten wie Bourdieu und Ernaux, die diese Emanzipation durch Bildung, die eine charakteristische französische Erfolgsgeschichte ist, absolviert haben,
so wichtig. Buñuel kommt anderswo her und bleibt an einem anderen Ort in der Position, von der aus er Kritik übt. Aber er ist ein Eingeborener des Bürgertums, das er dekonstruiert. Und in diesem Sinne, also ich zögere ein bisschen beim Begriff der Ideologiekritik, weil Ideologiekritik einen Außenpunkt impliziert, von dem aus die Kritik geübt werden kann. Gewissermaßen eine neutrale oder unschuldige Position, in deren Unschuld ihre Kraft liegt, um es mal so zu sagen. Nicht? Also ich als Ideologiekritiker kann ich sagen, die liegen falsch und ich liege richtig. Und wenn ich das solide und richtig mache, dann müssen wir alle zustimmen. Das ist nicht Buñuels Position. Er ist sich seiner Komplizität und der Unentrinnbarkeit der Herkunftsposition, glaube ich, sehr wohl bewusst. Als, sagen wir, historische Ergänzung war 1974 auch das Jahr der Wahl von Valéry Giscard d'Estaing in Frankreich. Und das war auch eine Art Übergang von einem alten konservativen bürgerlichen Regime von de Gaulle und Pompidou zu einem also teilweise neuen liberalen System, das sagen wir, Frankreich modernisieren wollte, das gewisse Dinge eigentlich liberalisiert hat, zum Beispiel die Zensur, die abgeschafft wurde. Liberalisierung der Abtreibung, Zensur. Ja. Aufbau des Schnellbahnsystems, das wir heute mit Mitterrand eher verbinden, aber die Vorarbeiten wurden natürlich von Giscard d'Estaing gelegt. Ja, das ist eine Modernisierer-Generation. Sie kennen alle sicher Obelix und Co. Da geht es auch darum. Da ist aber die Figur ist dann nicht Giscard d'Estaing, sondern Chirac. Nicht? Also der Typ, der aus Rom kommt und die Hinkelsteine einkauft, das ist ja ein Porträt von Jacques Chirac. Selbe Generation, selbe Ambition, Neogaullisten, die Frankreich technokratisch reformieren wollen. Und als Buñuel diesen Film gemacht hat, wusste er noch nicht, dass Giscard d'Estaing die Wahl gewinnt und Mitterrand verliert, aber es lag wohl in der Luft. Aber die Szene mit dem Turm und Parnasse zeigt eine gewisse Verspottung dieses Modernisierungswunsches in Frankreich. Aber wir hatten eine letzte Frage bevor wir uns verabschieden sollten. Ja, du hast lange geraten. Ziemlich brav. ich habe die Biografie von Buñuel gelesen. Diesen Film habe ich noch nicht gesehen. Wenn ich ins Kino gehe, lasse ich das, was ich gelesen habe, zu Hause und verleite meinen Augen, das wahrzunehmen, was da ist. Und ich habe also mitgekriegt, okay, die Botschaften seien also die Schwierigkeit der Definition von revolutionär oder reaktionär und dann habe ich gehört, ja, also Herr Buñuel will überhaupt keine Botschaft loswerden. Aber was überhaupt nicht gefallen ist, und das irritiert mich, befremdet mich irgendwie, die Bilder, die er findet, die entsprechen Träumen. Und ich habe mal jahrelang Träume aufgeschrieben und ich kann nicht anders als davon ausgehen, dass die Mittel, die Darstellungen, die er für seine Botschaften findet, Traummaterial sind. Es wurde ja auch erwähnt, dass Freud ihn sehr beeindruckt hat und gerade mit seiner Traumdeutung. Und ich weiß nicht, wie oft man diese Facetten, denn mir fällt es wirklich nach dem Betrachten dieser bewegten Bilder schwer, Titel Film, ja, Film. Es ist für mich, es verdient eigentlich einen anderen Namen. Film reicht überhaupt nicht aus. Also so empfinde ich das Gesehene und Angebotene. Und ich kann nur sagen, wie eindrucksvoll das mir war, jahrelang Filmträume aufzuschreiben, wie man Realität verfremdet im Traum erlebt und mich hat da gar nichts gewundert. Gar nichts. Ja, vielleicht zwei Dinge dazu. Also ich habe es ja auch eingangs angemerkt, Carrière und Buñuel
als Sie das Drehbuch schrieben, beziehungsweise ist das der Drehbuchschreibprozess, Sie haben sich am Morgen getroffen und sich gegenseitig Ihre Träume erzählt und die aufgeschrieben. Und das ist alles Traummaterial, behaupten Sie, ist auch so. Ich finde es wichtig, um Ihren Gedanken aufzugreifen und vielleicht noch ein bisschen zuzuspitzen, dass wir, und deswegen, das ist die Sünde des Inhaltismus, nicht? Dass man den Film zu reduzieren versucht auf seine Bedeutung und die ideologischen Probleme, die er aufwirft, die politischen Probleme aufwirft. Das ist zunächst mal ein total lustiger und unterhaltsamer Film. Und es ist ein Film, der auch eine wunderbare Stofflichkeit hat. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben in den Credits. Buñuel hat selbst die Toneffekte gemacht. Und das ist eben nicht trivial. Das ist eine wahnsinnig genau und sorgfältig gearbeitete Tonspur, bei denen die Klangobjekte eben auch Teil der Ausstattung sind. Nicht? Also es gibt eben nicht nur die Tapeten und die Tiere und die Kleider, die Leute tragen, sondern Zeitobjekte, Klangobjekte gehören einfach dazu. Und wenn wir das in der Filmgeschichte verorten, ich glaube, nach ihm vielleicht nur noch David Lynch hat so genau auf allen Ebenen an seinem Film gearbeitet und dabei Erfahrungsgegenstände, Filmobjekte produziert, die eigener Ordnung sind und die wir nicht richtig zuordnen können und die tatsächlich eben sehr viel mit der Stofflichkeit von Träumen zu tun haben. Also das wäre vielleicht das Abschlussplädoyer für den heutigen Abend und die Losung für den Rest der Reihe. Verfallen wir nicht in die Sünde des Inhaltismus, denn es sind... Okay, vielen Dank. Sonst müssen wir büßen. Vielen Dank, Vinzenz, für diese Bemerkungen. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit Stefan Zweifel, Spezialist des Surrealismus, Experte in Desaad und Buñuel und Company. Noch ein paar andere. Und ja, wir werden Anshan Andalou und Lars Dohr anschauen und zusammen mit Stefan Zweifel diese Filme besprechen. Also bis dahin. Und danke, dass ihr da gekommen seid nach der Pandemie. Pause. Bis dahin.